Hallo? Ja, hi Wursti, grüß dich. Ja klar, kann ich machen. Nee, kein Problem. Super, machen wir so. Ciao. Ja, herzlich willkommen zur virtuellen Saisoneröffnung des VfL Bochum. Ich habe gerade die Aufgabe bekommen vom Wursti, euch hier mal ein bisschen rumzuführen durch die Räumlichkeiten. Womit ich jetzt einfach mal anfange. Wir befinden uns hier gerade im Bereich der Gästekabine, die wir da vorne gesehen haben. Und gehen einfach mal den Weg jetzt ab Richtung Spielfeld. Hier auf dem Weg seht ihr auch Gästekabine nicht alleine, sondern auch die Räumlichkeiten des Talentwerks. Da war gerade das Lager. Hier kommt gleich die Kabine der Jungs, unserer hoffnungsvollen Talente. Und ja, ihr seht, es sind jetzt schon ein paar Meter und es werden noch ein paar mehr. Hier geht es Richtung Spielfeld Innenraum. Normalerweise ist die Tür natürlich für die Gäste geöffnet, aktuell aber nicht. Deswegen muss ich einen PIN hier eingeben. 1848, nee, ist natürlich nicht. In diesem Bereich befindet sich unter anderem der Videoraum unserer Mannschaft. Hier werden sowohl vor den Spielen als auch natürlich unter der Woche an dieser aktuell wunderbar weißen Leinwand über dem Beamer verschiedene Sequenzen gezeigt, worauf sich dann die Mannschaft eben in Zusammenarbeit mit Analysten und Trainern eben auf den Gegner vorbereitet oder Revue passieren lässt. So, wir gehen weiter. Wenn wir den Videoraum nun verlassen, geht es weiter straight Richtung Spielfeld. Wir haben hier auf der linken Seite noch den Schiedsrichterraum an Spieltagen. Genauso wie ein zweiter Schiedsrichterraum. Mittlerweile werden es ja auch immer mehr von der Sorte, deswegen brauchen sie schon zwei Räume und kommen in den Bereich, in dem dann die Mannschaften von außen, also sowohl unsere eigene Mannschaft als natürlich auch der Gegner, von außen in diesen ganzen Betrakt hier hineinkommt. Wir haben hier viele Türen, wie ihr seht, und Fernseher hängt auch noch da. Da vorne stehen die Spinning-Räder, wenn man sich vorm Training oder den Spielen eben etwas einradeln oder nach den Spielen oder Training auch ausradeln möchte. Was hinter diesen Türen ist, zeige ich euch gleich von der anderen Seite. Auch hier geht es jetzt in einen Bereich, der verschlossen ist und durch einen Code gesichert ist. Und das ist der heilige Bereich unserer Mannschaft. Auch hier kann ich euch den PIN leider nicht verraten. Wenn wir hier weitergehen, haben wir hier den Raum unseres Zeugwarts an die PAL. Hier ist der Schuhraum unserer Jungs mit all den schönen bunten Tretern, die sie heutzutage so haben. Wir haben hier in diesem Bereich den Wäscheraum, also dort wird Wäsche gewaschen, getrocknet und alles, was sonst dazu gehört. So, bevor wir jetzt gleich hier abbiegen und in den unmittelbaren Bereich der Spielerkabine kommen, in diese Richtung geht es auf den grünen Rasen, in diese Richtung geht es dahin, wo normalerweise die Post abgeht, mit unserer Ostkurve, mit euch Fans, wo wir leider natürlich aktuell durch Corona bedingt vor ja, leeren Rängen spielen müssen, aber hoffen wir, dass sich das bald wieder ändert. Jetzt gucken wir erstmal, was hier so abgeht. So, hier sind wir also erstmal in dem Bereich, wo unsere Jungs sich vor dem Training eindecken mit ihren Klamotten, wo die Trainer ihre Klamotten haben. Aus dem Bereich, wo wir alle Utensilien also liegen haben fürs Training, für die Jungs, geht es dann direkt weiter in den Bereich, ja, wo es dann wirklich viel Trubel gibt, so unter der Woche. Das ist auf der einen Seite hier die Physiotherapie, die sich hinter dieser Glastür befindet. Und dann weiter in dem Bereich, wo man, naja, zusammen essen kann und auch einfach ein bisschen zusammensitzen kann während oder zwischen zwei Trainingseinheiten, wo man auch endlich mal ein bisschen Licht hat. Und wenn man hier noch weitergeht, kommt man dann in dem Bereich, wo die Entscheidungen getroffen werden, das Trainerbüro, wo ich auch mittlerweile meinen Arbeitsplatz habe. Ich komme nun also aus dem Bereich,
wo Gras umgepflügt wird vom Platz, dem Spielertunnel, wieder zurück in Richtung Kabine. Wenn wir hier entlang gehen, sehen wir auf der Seite Regenjacken. Falls es mal ungemütlich wird, kann man sich hier eine wegnehmen. Natürlich mit allen Nummern da. Und dann geht es durch diese Tür mitten in der Spielerkabine. Und das ist ja das Hochheiligste für jeden Club und natürlich auch für jeden Spieler. Und deswegen, Freunde der Sonne, ist jetzt Feierabend mit der Filmerei.